So, und ich kann mir dann auch gleich schon mal eine Frage zurechtlegen, die wir uns dann gleich mal vornehmen werden, die nichts mit Fußball zu tun hat. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe es nicht geguckt, aber ich gehe da mal ganz stark von aus, ja. So, so, jetzt machen wir mal ein bisschen was weg. Semsen hier, sehr schön. Oh, da noch so ein dunkelblauer wäre jetzt cool. Aber hat den da drunter? Sehr schön. Ja, jetzt kommt natürlich keine dunkelblaue. Da käme eine. Oder wir nehmen die. Sehr schön. Oh. Ja, das war jetzt auch nicht ganz so clever. Ah, mit dem mal. Yay, das sah geil aus. Hat sich auch schön angehört. Klick, 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 klick. Haha! Ich hab mich verklickt. Scheiße. Ich muss konzentrierter drücken. Sagte der Mann auf dem Klo. Das wäre ein bisschen eklig. Oh! Ich baue schon wieder Scheiße. So, gelbe. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bräuchte jetzt eine graue Kugel. Die haben wir da hinten. Nehmen wir uns erstmal die. Okay. Was so geil war, weiß ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Lieber da eine draufschmeißen, dann machen wir das so. So ist ein bisschen besser. So, was haben wir denn für die nächste Frage hier? Mein Lieblings-James-Bond-Film. Da ist erstmal vorausgesetzt, mag ich überhaupt James Bond, ne? Also, ja, ich mag in der Tat James Bond. Vielleicht habe ich das auch schon mal irgendwo erwähnt und deswegen kam die Frage auch so prompt. Kann gut sein. Ich kenne alle James-Bond-Filme, habe die ja relativ spät kennengelernt. Ich glaube, erst vor 2 Jahren oder so. Da habe ich mal einen Film gesehen. Ich glaube, das war sogar Casino Royale. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher das jetzt war. Ich glaube, mit Daniel Craig habe ich mir einen Film angeguckt. Und seitdem habe ich gesagt, ey, komm, ich gucke mir die anderen auch mal alle an. Und dann habe ich mir nach und nach alle James-Bond-Filme geholt. Beziehungsweise ich habe so eine Sammlung aufgekauft, wo fast alle James-Bond-Filme dabei waren für den Sportpreis damals, weil ich weiß es nicht mehr genau. War ganz günstig auf jeden Fall. Und seitdem habe ich die alle durchgeguckt. Und ich mag die James-Bond-Filme wirklich sehr, sehr gerne. Hm. Mein Lieblings-James-Bond-Film. Ja. Hm, warte mal eben kurz. Mach ich das? Ja, ich mach das. Zuerst muss ich sagen, dass als Schauspieler hat mir Roger Moore mit am besten gefallen von allen Darstellern. Roger Moore war für mich der beste James Bond. Sean Connery war okay, aber ich weiß nicht, ich mochte ihn nicht so wirklich. Ich weiß nicht, woran es lag. Also Roger Moore war mir immer am sympathischsten. Der hat die Rolle immer sehr cool verkörpert, fand ich. Der war mehr Gentleman, fand ich, als Sean Connery. Und mein Lieblingsfilm ist allerdings komischerweise nicht mit Roger Moore. Wobei, also sind sehr, sehr viele coole Filme dabei. Aber mein Lieblings-James Bond ist tatsächlich Casino Royale mit Daniel Craig. Der erste praktisch mit Daniel Craig. Den fand ich richtig, richtig cool. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich diese Poker-Atmosphäre sehr, sehr cool fand. Also dieses ganze Thema Poker hat mir sehr gut gefallen. Und Casino... tolles Setting, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich finde auch, dass Daniel Craig so nach Roger Moore mit der coolste James Bond ist. Pierce Brosnan war auch okay, der ist bei mir aber nicht so, weiß ich nicht, der ist für mich nicht so herausragend gewesen. Also Roger Moore und Daniel Craig sind so meine Favoriten. Ja, und die anderen waren alle so okay, waren okay. Also auf einem Level. Es gab tatsächlich mal einen James Bond zwischendurch, wo sie so ein männliches Model hatten, der auch keine schauspielerische Ausbildung eigentlich hatte, den sie eigentlich nur vom Aussehen her ausgewählt hatten.
Und der war gar nicht schlecht, den fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Der hat leider keinen weiteren Film mehr gemacht. Aber der war sehr cool, ich weiß jetzt seinen Namen gerade nicht. Es gab einmal einen, der hat zwei James Bond Filme gedreht, der war auch ganz okay, aber ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Aber es gab einen James Bond, den hat nur einer alleine gemacht. Einmal, einen Schauspieler mal gemacht und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall hat mir das gut gefallen. So, ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen beantwortet. So, ich lese nochmal was vor. Drehe recht schnell. Mag ich Game of Thrones und wie finde ich die Serie? Kann ich schnell beantworten. Ich habe die Serie noch nie geguckt, weil mich das Thema an sich nicht interessiert. Das spielt ja alles so in einer, irgendwie in so einer älteren Epoche. Fragt mich jetzt nicht genau wo. Also ich habe da ein paar Ausschnitte gesehen und habe nur gesehen, Das Thema, das liegt mir eigentlich so vom. Liegt mir so nicht das Thema. Oh, scheiße. Oh, hab ich ein Glück. Also, ja. Nimmt's mir nicht übel. Das muss weg. Oh, ein Glück. Aber, ja, Game of Thrones kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich weiß ja nicht, wenn ich da vielleicht mal reingucken würde in die Serie, wäre es vielleicht anders, aber. Ja, ich habe jetzt keinen großen Drang dazu, mir die anzugucken, die Serie, muss ich sagen. Da habe ich andere Serien, die ich bevorzuge. Und einige von euch wissen auch vielleicht, dass ich großer The Walking Dead-Fan bin. Das ist momentan die Serie, die ich am meisten suchte. Und andere Lieblingsserien sind zum Beispiel Lost und Akte X. Und ich habe immer noch, ja Robert, ich habe immer noch nicht in die neue Staffel Akte X-Reihe geguckt. Ja, es muss ich noch nachholen und das werde ich auch noch tun. Aber es ist momentan echt so, dass ich die Zeit dafür nicht habe. Das ist schlimm. Ja, aber ich werde das noch tun. Ach nö, so eine Schattenkugel brauche ich ehrlich gesagt nicht hier. Dann warten wir kurz ab. In der Zeit trinke ich mal eben einen Schluck. So. Okay. Ja, Frage ist ziemlich schnell beantwortet gewesen. Normalerweise stelle ich so eine Frage gar nicht, erst wenn ich da nicht groß was zu sagen kann, aber ich habe die jetzt nicht groß ausgemistet, die Fragen. Ich habe das relativ spontan heute entschieden, dass ich heute aufnehmen will. Ja. Sehr schön. Nächste Frage. War ich schon mal im Phantasialand und wie hat es mir gefallen? Ja, war ich. Ich war zweimal? Oder dreimal? Jetzt muss ich überlegen. Nee, ich war zweimal. Zweimal war ich im Phantasialand. Das müsste 3 und 2 Jahre her sein. Ja, ich glaube. Sehr cooler Freizeitpark. Ich mag ja allgemein sehr gerne Freizeitparks. Sehr cool. Die Black Mamba ist mein Lieblingsfahrgeschäft, kann ich sagen. Ich muss dazu sagen, als ich da war, gab es den Chia Pass noch nicht. Also die Riesenwasserbahn. Wasserbahnen liebe ich ja über alles. Wasserbahnen sind sehr, sehr geil. Aber die bin ich noch nicht gefahren. Könnte sein, dass die meine Lieblingsattraktion wäre, wenn ich sie schon mal gefahren wäre, hätte tun sein können. Ne? Also, die kenne ich, wie gesagt, noch nicht. Vielleicht komme ich ja irgendwann noch mal ins Phantasialand und probiere ich die auf jeden Fall aus. Aber ansonsten, sehr, sehr schöner Park. Ich mag auch sehr gern dieses, wie heißt das noch? Maus au Chocolat, falls euch das was sagt. Das ist also eine. Das Blöde ist, da muss man echt wahnsinnig lange anstehen. Ich glaube, es gibt keine längere Schlange im Phantasialand. Das ist echt schlimm. Aber, wie erkläre ich das am besten? Man könnte es vielleicht so als Art Lightgun-Shooter, als fahrenden Lightgun-Shooter bezeichnen. Man sitzt praktisch in so einem Wagen, wird dann an verschiedenen Bildschirmen vorbeigefahren und man muss mit so einer kleinen Laserkanone, sag ich mal, Mäuse auf dem Bildschirm abschießen und kriegt da Punkte für. Das macht richtig Bock. Das macht richtig, richtig Bock. Kann ich mal nur weiterempfehlen. Aber allgemein ist Phantasialand auch schön angelegt, so von der Umgebung her. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich bin gleich tot. Oh, fuck. Ich sehe schon, dass das kein gutes Ende nehmen wird hier. Oh oh. Ich bin gleich tot. Ja. Fuck. Ja. Ich bin erledigt, ne?
Ja. Schade, die Runde hätte was werden können. Das war's. Aber ich glaube, ich komme zumindest in die Liste rein. Wir gucken mal. Nein, ich habe keinen Listeneintrag. 245.000 brauche ich, okay. Ja, dann machen wir doch direkt nochmal. Gleich die nächste Runde hier. Ich werde mir nochmal eben einen Tee einschenken währenddessen. Und, ja. Also ich hoffe, dass euch Swing weiterhin immer noch Spaß macht. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwann auch nochmal in Erwägung ziehen, ein neues Running-Let's Play zu schaffen. So nenne ich das ja immer. Also ein Let's Play habe ich ja immer so, was über phasenweise mal wiederkommt. Und wo ich mich dann mit euch so über andere Themen unterhalte. Wie zum Beispiel jetzt Fragen von euch beantworte. Weil, ja, das sind so Spiele, sag ich mal, wo es nicht wirklich auf eine Story ankommt. Sondern, genau das auch. Sondern, wo man auch ein bisschen quatschen kann, sich nicht so konzentrieren muss. Man merkt, dass ich sehr gut vorankomme hier, wenn ich mich nicht konzentriere. Aber ja, wie gesagt, die laufen halt so nebenbei und im Vordergrund steht so ein bisschen die Unterhaltung. Ne? Das nenne ich halt ein Running Let's Play, weil es halt immer wiederkehrend ist und weil es immer wieder kommt. Habe ich früher mal so gesagt und irgendwie hat sich das so ein bisschen eingebürgert. Also auch bei meinem Kollegen Dave, der sagt das auch mittlerweile. Und das finde ich ja ganz witzig eigentlich. So, ja. Aber ich weiß noch kein Nachfolgeprojekt. Also ich hoffe, dass euch Swing bisher noch Spaß macht. Also ich finde es immer ganz schön. Und dann gucken wir einfach mal, wie lange wir das noch machen. Noch macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich nehme mal die nächste Frage hier. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wo würde ich gerne mal hinreisen auf der Welt? Da hatte ich mich auch schon mal zu geäußert, dass ich eigentlich kein großer Reisemensch bin. Also ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt irgendwelche Orte kennenlernen muss. Ich fühle mich zu Hause immer sehr, sehr wohl. Und ja, ich bin echt jemand, der sagt, zu Hause ist immer am schönsten. Und klar reise ich auch mal gerne, aber das muss gar nicht so weit weg sein. Also innerhalb Deutschland reise ich auch sehr gerne. Und dann immer am besten in Gegenden, wo man ein paar Sachen machen kann. Wie zum Beispiel Zoos besuchen. Ich liebe Zoos und Tiere. Oder halt auch Freizeitparks. Ne, und sowas. Also auch gerne, also Landschaft oder Natur gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an, davon abgesehen. Hin und wieder gucke ich mir auch gerne mal so Schlösser oder sowas an. Also Burgen mag ich sehr gerne und sowas. Also es muss nicht so aufregend sein. Also Urlaub und Reisen verbinde ich mal mit Entspannung auf jeden Fall. Ich brauche jetzt keinen Action-Urlaub oder sowas. Dann brauche ich für mich nicht in Urlaub fahren. Also wenn ich Urlaub mache, dann wirklich zum Entspannen und so ein bisschen gammeln und Beine hochlegen teilweise. Aber natürlich kann man sich auch gerne mal so ein bisschen Ausflüge machen und so. Das mache ich auch alles sehr gerne. Aber es muss halt nicht weit weg sein. Und ich habe jetzt auch kein bestimmtes Land oder so vor Augen, wo ich unbedingt mal hin muss. Was mich vielleicht mal reizen würde, muss aber auch nicht zwingend sein, wäre Ägypten. Also ich würde gerne mir mal so Pyramiden angucken und so. Das würde mich schon sehr interessieren. Da hätte ich Bock drauf. Aber ansonsten, also ich bin flexibel. Ich fahre gerne irgendwo mit hin oder so. Also, ja, das ist kein Problem. Ich war zum Beispiel schon mal in Italien. Italien ist ein sehr schönes Land. Nur die Gegend, wo ich gerade war, war ein bisschen kaputt, muss ich sagen. ja, wir hatten einmal einen Tagesausflug nach Venedig. Und da war ich sehr enttäuscht, muss ich gestehen. Also Venedig heißt ja immer Stadt der Liebe und so romantisch, ne? Also alle, die das glauben und die noch nicht da waren, die muss ich jetzt enttäuschen. Venedig ist einfach nur... Ja, wie soll ich das sagen? Einfach nur eine Ruine. Das ist für mich einfach nur Schrott gewesen. Bruch und alles kaputt. Also ich fand da nichts Schönes dran. Es war, ja, es ist halt, ist mal ganz interessant gewesen und so. Aber schön konnte ich Venedig jetzt ehrlich gesagt nicht finden. Das fand ich jetzt schon sehr merkwürdig. Das war sehr klischeehaft irgendwie. Alles hat man sich vielleicht so vorgestellt. Oh, ist bestimmt ganz toll. Aber tut mir leid, nee. Also, das weiß ich nicht. Romantisch war das nicht. Ja, dann war ich mal in Spanien. Spanien ist auch sehr schön. Hat mir auch gut gefallen. Das war in Lloret de Mar, ist so ein Touristenzentrum gewesen. Aber da konnte man sich auch ganz gerne, also ganz gut ein bisschen umgucken. Also auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Und das war ganz schön. Hat mir auch gefallen. Und was mir am besten gefallen hat, war Türkei. Wenn nur die ganzen Türken nicht gewesen wären. Nein, das war jetzt ein Scherz. Nein, also...
Vor allem das Klima ist cool. Also in der Türkei merkt man die Temperaturen echt nicht, ne? Also in Italien und Spanien, da war es wirklich auch mal heiß, so dass, also wenn es da mal an die 38 Grad oder so ging, dann war es auch wirklich heiß und man war kaputt. Aber in der Türkei, da hatte ich echt teilweise Tage 40, 42 Grad und man hat es echt nicht gemerkt. Man war da ganz normal in T-Shirt rumgelaufen. Natürlich war es warm, aber man ist jetzt nicht schweißnass durch die Gegend gelaufen oder so. Das war einfach total angenehm. Es war heiß und so, aber es war schön dabei. Also ganz, ganz angenehme Hitze. Das ist echt so. Voll geil. Und auch landschaftlich hat mir Türkei sehr gut gefallen. So, das sind die Länder, mit denen ich jetzt gerade bieten kann, wo ich schon mal war. Und ansonsten war ich halt innerhalb Deutschland so ein bisschen rumgekommen, ja, aber... So. Also, wie gesagt, ihr merkt daran, dass ich jetzt auch keine riesigen Reisen unternommen habe und ich bin da auch jetzt nicht traurig drum. Also, ich muss das, wie gesagt, nicht haben. Und, ja. Ich bin genügsam, sagen wir mal so. Ja. Und nicht groß anspruchsvoll. Dip, 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 dip. Ba, ba, ba.